Wow. Hi, ich bin der Deli von 420 Hemplab. Habt ihr schon mal von der stomatären Transpiration gehört? Hemplabs, Deli, schön, dass du hier mit mir vor der Kamera bist. Ja, und danke, dass ihr hier seid. Uns aus deinem Nähkästchen erzählst, wie man so schön sagt. Naja, es gibt ja, du bist ja jetzt nicht der erste oder der einzige Stecklingshersteller in Österreich. Es gibt ja schon ein paar. Mutig übrigens, dass man sich auf dem Markt begibt, finde ich. Wirst du ja auch feststellen, dass das ein Kampf war, was du mir jetzt auch schon alles gezeigt hast. Du hast ja wirklich, wirklich viel investiert, nicht nur an Arbeit und Zeit, sondern auch an Equipment, habe ich gesehen. Also du bist da richtig, richtig gut dabei. Jetzt erklär mir noch mal gerade, was für ein Begriff, ich kann es kaum aussprechen. Danke mal für die Glückwünsche. Uns unterscheidet eigentlich im Großen und Ganzen nicht viel. Wir versuchen alle gute Stecklinge herzustellen, aber die Art und Weise, wie wir das machen. Wir versuchen halt, das in einem geschlossenen System zu machen, das heißt keine Zu- und Abluft. Mhm. Und in dem minimiert man die Kontaminierung der Pflanze. Okay. Also man hat ein kleineres Risiko, dass irgendwelche Schädlinge draufkommen oder Schimmelsporen reinkommen oder sonstiges. Das ist einmal von der Sterilität und natürlich kann man dann, wenn man einen geschlossenen Raum hat und der voll klimatisiert ist, dann kann man zum Beginn wieder diese stomatäre Transpiration regulieren. Im Sinne von richtiger Raumtemperatur, richtige Luftfeuchtigkeit, somit auch die richtige Pflanzentemperatur. Das heißt, die Blatttemperatur, dass die halt auch nicht einen großen Unterschied zur Raumtemperatur hat. Mhm. Auch ein Vorteil halt dazu ist halt natürlich, dass man halt CO2 hinzufügen kann. Jetzt nicht im Übermaß, aber... Machst du das? Arbeitest du auch? Ja, natürlich. Mhm. Also jetzt nicht so hoch, wie man fahren könnte, aber in einem, sagen wir mal, homogenen Rahmen. Okay, also das ist praktisch... Die Summe aller Kriterien, die du gerade aufgezählt hast, ist halt dieses, wie heißt das Wort noch, Stomatäre Transpiration. Stomatäre, ich muss mir das erstmal durchlesen, ich weiß gar nicht, wie es geschrieben wird. Stomata. Das bedeutet also die alle zusammen, diese Werte. Stomatäre Transpiration bedeutet eigentlich, die Pflanze atmet an das Stomata, beziehungsweise sie transpiriert da. Und durch die Transpiration zieht sie ja dann Feuchtigkeit nach oben durch die Wurzeln, also den Dünger. Mhm. Und das ist halt wesentlich für die Entwicklung der Pflanze. Okay. Und zurück halt zu dem Begriff Stomata ist die stomatäre Transpiration. Wir bemühen uns halt, diese Komponenten halt perfekt wie möglich zu halten, um jetzt eben... die Pflanzenentwicklung so gut es geht voranzutreiben, eben, dass halt die Pflanze in keine Stresssituationen kommt und dass die Kurve
progressiv konstant nach oben zeigt. Aber ist das nicht wahnsinnig aufwendig? Aufwendig, sagen wir mal, wenn man es manuell machen würde, ja, aber aufgrund dessen, dass wir das alles mehr oder weniger automatisiert haben, ist es halt relativ überschaubar. Mhm. Natürlich muss man da dahinter sein, aber im Prinzip ist es halt so, dass man sagen kann, auf Knopfdruck. Okay. Dann habe ich bei dir noch gesehen, du hast Technik über die andere noch gar nicht verfügen. Du hast eine In-vitro-Maschine. Kannst du uns die mal kurz erklären oder Sinn und Zweck dieser Maschine? In-vitro ist eigentlich ein biologischer Prozess. Mhm. Das ist eigentlich, wird in der Gemüseindustrie hauptsächlich verwendet, weil wir halt mehr als vor 10 oder 20 Jahren in einem, sagen wir mal, größeren viralen und bakteriellen Rahmen leben. Und ohne diese Prozesse wäre das eigentlich, viele Sorten wären da schon weg. Mhm. Aber wir machen das so, dass wir ohne jetzt zu viele Details zu preiszugeben, weil wie gesagt, wir haben lange ausprobiert, aber wir haben man nimmt einen Zellkörper, also einen Teil der Pflanze, und der wird in eine Salzlagenlösung gegeben, in einem gewissen halt Verhältnis zu anderen Komponenten. Dort stirbt jede bakterielle oder viral infizierte Zelle ab, und nur die gesunde überlebt. Das kommt dann in einen weiteren Prozess, in eine Nährsalzlösung. Und unter verschiedenen Bedingungen wächst das dann. Das heißt, ich kann mir dann nachher den Steckling aus der Flüssigkeit holen sozusagen und setzen? Nein, das wird dann eingesetzt auch in Plugs. Und da wächst dann die Pflanze nach oben. Weil das ist ähnlich zu beachten wie bei einem Samen. Okay. Weil der Samen weiß ja auch, wo die Wurzel hingeht und wo die Blätter hinragen. Ja. Aber im Prinzip ist es ähnlich dann mit einem Samen zu vergleichen. Mhm. Und aber es ist halt natürlich halt zurück zum, wie man es macht. Das ist ein biologischer Prozess, eigentlich nichts sonderlich Spannendes. Aber man muss halt natürlich steril arbeiten. Und ich nehme da immer gern das Beispiel, steril ist nur steril und kann man vergleichen mit einer Schwangerschaft, weil halb schwanger kann man auch nicht sein. Stimmt. Nee, also deine Räume sind ja auch wirklich Vorzeigeräume, sag ich mal. Also wirklich toll gemacht. Kompliment dafür. So Leute, und ich möchte euch hier mit dem Daniel, schön, dass du mir hilfst, euch ein paar Strains vorstellen. Und ja, im heutigen Strain Report haben wir für euch drei Pflanzen rausgesucht. Und das hier ist zum Beispiel die Blue Gelato 41. Daniel, kannst du was darüber sagen? Also wir haben hier eine Indica-lastige Hybride. Gekreuzt wurde sie aus der Blueberry, dann der Thin Mind Girl Scout Cookies. Haben hier einen THC-Gehalt von 25%, also ziemlich stark. Ja, und ca. 67 bis 70 Tage Blütephase. Ziemlich schnell, okay. Ja, interessante Sache. Die habe ich übrigens bis hier lang noch selber auch nicht gegrowt, von daher interessante Sache. Wir nehmen uns mal die nächste vor, das ist die Jerry Garcia, die ist auch, sieht zwar hier ein bisschen mager jetzt aus, aber ist eine sehr potente Pflanze. Na, also die Jerry Garcia, da haben wir eine 50-50 Hybridpflanze, sprich 50% Sativa, 50% Indica, 25% THC-Anteil. Gekreuzt wurde sie aus Black Cherry Soda, Cherry Modura und Mandarin Sunset. Okay, also was Fruchtiges? Ja, was Fruchtiges, ja. Ja, und die Blütezeit beträgt 8 bis 9 Wochen, also auch ein ziemlicher schneller Wachstum. Die Ergebnisse können wir euch natürlich jetzt noch nicht zeigen. Es gibt auch irgendwann ein Strain-Ergebnis, aber das wird noch ein paar Monate dauern. Aber wir werden euch das auch mal im Ergebnis zeigen, ja. Das ist die White Runs. Die ist auch ein bisschen buschiger, wie man sieht. Was gibt es darüber zu sagen? Sieht zwar buschig aus, ist aber mehr Sativa-lastig, also 70% Sativa, 30% Indica. Wurde aus der Skittles und der Gelato gekreuzt. Ah. Hat 8 bis 9 Wochen Blütephase auch und ist sogar mit 29% THC einer der stärksten von den dreien. Also ein richtiger Couchlock quasi, so gesagt. Ja, und muss man auch mal getestet haben. Genau. Ja, super. So, und jetzt schauen wir nochmal zum Deli.
Ja, was unterscheidet dich oder was würdest du, willst du noch was sagen, was dich unterscheidet von Also das sind zwei Dinge halt, die wir haben. Natürlich halt die Stecklinge in diesem Prozess. Ja, wir haben uns da auch sehr viel Gedanken gemacht, natürlich halt in weiterer Folge, wenn der Kunde sie bekommt, welche Vorteile wir ihm bieten können. Das heißt, auch zurück wieder zu dieser stomatären Transpiration, ohne da zu viel fachsimpeln zu wollen. Aber wir bereiten die Pflanze in dem Sinne auch vor, dass wir sagen, wir verwenden kein CMH, also kein blaues Licht, sondern auch MH, also Natriumdampf. Nicht, weil wir eine veraltete Technik haben, im Gegenteil, sondern weil wir einfach dieses... Oder Gründe dafür sehen. Ja, weil einfach durch dieses Licht halt die Pflanze eine gewisse Anzahl an Stomata bildet. Mhm. Und wenn man die den Kunden weitergibt, dann hat er halt eine größere Transpirationsmöglichkeit als beispielsweise, wenn es unter LED leuchtet. Mhm. Ja, weil die Pflanze weiß dann, aha, ich brauche eigentlich gar nicht so viel Stomata, weil ich habe gar keine so große Hitzeentwicklung. Das heißt, ich muss nicht so viel transpirieren. Und das ist ein ökologisches System, wo man sagt, okay, das passt sich an, mhm, ja, der Gegebenheiten. Und wenn wir beispielsweise auf LED fahren würden, und dann jemand die Pflanze bekommt, der mit Natriumdampf arbeitet, dann hat er ein Problem. Mhm. Und verstehe. Deswegen ist es halt so. Und darum auch diese anderen Komponenten, die ich dir versucht habe zu erklären, einfach für den Staat oder für den Endkunden im Prinzip, dass er weniger Anfangsschwierigkeiten hat. Aber du würdest jetzt für den Grower, würdest du sagen, auch euch empfehle ich trotz Stromverbrauch eher Natriumdampf? Oder nein, wo? Nein. Also das ist natürlich, das ist ein bisschen gegensätzlich, weil wenn man auf Natriumdampf beispielsweise unsere Stecklinge produziert, dann kann man natürlich auf LED fahren. Umgekehrt wäre es ein Problem. Und durch LED habe ich eine hohe Meinung davon. Also wir haben da eine einige Kooperation mit Sunlight. Mhm. Ich habe da nette Leute, mit denen ich halt wirklich intensive Gespräche führe. Da liegt auch sehr, sehr viel Fachwissen und Know-how dahinter. Und es ist nicht LED, sondern da gibt es gravierende Unterschiede, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, weil ich einfach nicht kompetent genug bin, um das eben zu erklären. Aber was man halt sagen kann, natürlich halt LED und auch im weiteren Sinne natürlich auch die von Sunlight, die haben schon ein hohes Spektrum, mhm, trotz wenig Watt. Und das ist halt, da kann man wirklich sagen, jemand, der unter Natriumdampf arbeitet oder arbeiten kann, kann auch 100% unter LED arbeiten, hat keine Abstriche, im Gegenteil nur Vorteile, weil, wie gesagt, es wird alles teurer. Absolut, ja. Ja, noch ganz kurz, wie gesagt, wir haben auch unser Fachwissen, was wir halt verwenden für unsere Produktion, wollen wir auch den Endverbraucher weitergeben. Wir haben auch geschlossene Systeme eben auch zum Verkauf. Also das, was wir machen, haben also wir... Also geschlossene Systeme sind nicht die Systeme, die ihr abschließt und ihr nicht aufbekommt, sondern... geschlossen meine ich eigentlich, damit keine Zone abruft. Ja. Also voll klimatisierte Räume. Mhm. Das haben wir in einem Rahmen jetzt mehr oder weniger... Plug-and-Play-Style haben wir das konzipiert. Mhm. Und ja, erstes Beratungsgespräch. Also du verkaufst auch die Systeme? Genau so ist es. Ja. Das erste Beratungsgespräch, mhm, ist kostenlos. Jeder kann vorbeikommen. Wir, mhm, unterhalten uns gerne. Und wie gesagt, vielleicht erfährt man noch spannende Dinge von, ja, anderen. Und was ich noch dazu sagen darf, was habt ihr auch im Video noch mitbekommen, auch seine Strains hier sind... Ja, die sollte man probieren, die solltest du vielleicht auch in deinem Geschäft haben. Und von daher blenden wir euch jetzt nochmal die Kontaktdaten vom Deli ein. Und schließt euch einfach mal kurz mit 420 Hemp Lab. Und ich glaube, der Deli wird euch eure Fragen beantworten. Bis dahin und schön, dass ich mit dir reden konnte. Danke, dass ihr da wart.